Meine Damen und Herren, willkommen im Video. Wir sind in Holland und drehen heute eine Foodtour durch Amsterdam. Mit dabei, Alice in London. Wir sind in Amsterdam. I am high in Amsterdam. Wow. Guckt euch mal an, wie voll diese Stadt heute ist. Ich habe Angst, dass wir heute nichts zu essen bekommen. Die Stadt ist am Platzen. Und weißt du, warum die Stadt so voll ist? Wir sind hier gerade auf dem berühmten Red Light District. Wie startet man eine Foodtour durch Amsterdam? Mit Krebs. Und zwar gefüllte Krebs. Das sollen die besten Krebs in ganz Amsterdam sein, Anderson. Am in Amsterdam. Einfach hat ja Anderson. Dicker, wie krass sieht das bitte aus, Anderson? Hat jemand Schokolade bestellt? Ja. Schokolade, Schokolade. Oh mein Gott, was passiert hier? Unser Crepe mit dreifach Nutella ist bereit. Und guckt euch das mal an, meine Damen und Herren. Eins, zwei, drei. Spaß beiseite. Mhm. Diese Schokolade ist ehrenlos, Bruder. Anderson, das ist zu groß für dich. Bist du bereit? Nein. Schmeckt gut, Haji? Alhamdulillah, God give me everything. See, unsere Tour geht weiter. Inshallah. Inshallah. Krass, Alter, sein Rapper ist nicht hier. Welcher Rapper? I'm chilling with the two bros. Man, I'm too stoned. Everything, was the man flow, is too dope. Oh. Chilling with the gang from Germany. Up in Amsterdam streets, yo, we stay burning trees. Ooh. From Amsterdam to Berlin. Berlin, from Amsterdam to Berlin. Unsere nächste Station, Frenz Haringhandel. Es gibt hier Heringe, Anderson. Hat das was mit Herr der Ringe zu tun? Hering soll wohl sehr, sehr berühmt sein in Holland. Ich freue mich wie ein Backfisch. Es gibt hier nur Heringe, Anderson, kein Backfisch. Ach so. Hat jemand holländischen Fisch bestellt? Einmal holländischen Fisch, bitte. Unser Hering wird hier vorbereitet, meine Damen und Herren. Kommt das Brötchen, bisschen saure Gurken und Zwiebel. Mir ist aufgefallen, die Läden, die in Amsterdam Hype haben, haben alle eine Schlange. Meine Damen und Herren, wir sind da. Anderson, eine schöne saure Gurke. Es ist ein sehr weicher Hotdog-Bann. TikToker. Yeah, TikToker, genau, wir sind TikToker für TikTok. It's good. You have no sauce on your mouth. Because it's ohne Sauce. Oh. Ja, ich schwöre dir, ich schmecke nur saure Gurken. Also wenn ihr saure Gurken mit Brot essen wollt, dann kommt zu Frenz Fischhandel. Thank you und Grüße gehen raus an TikTok. Anderson, woher kommt Käse, mein Bruder? Aus Amsterdam. Aus Holland, oder? Käse mit Pesto. Schmeckt italienisch. Sag mal kurz. Super. Ich mache jetzt gerade meine Mittagspause und zum Snack nehme ich Käse. Also du machst die Mittagspause von der Foodtour? Ja, mit dem Käse. Also du machst vom Essen Pause, indem du was isst? Genau. Euro, Training, Euro, Training. Come on! Woo! Und Anderson, schmeckt's? Boah, der macht süchtig. Ich kenne einen Ort. Dort ist es wunderschön. Dort will ich nie mehr fort. Nie mehr nach draußen gehen. Amsterdam. Amsterdam. I am high in Amsterdam. Da. Der Käse hat mich hopsch genommen, Cousin. Wir sind gerade in diesem Laden. Ja. Wir wollten essen gehen. Das krasse ist, der Laden ist hier und die Menschen warten dort hinten, Dicker. So people even wait like an hour and a half to 2 hours in line. Die warten zwei Stunden, um mir einen Burger zu essen. Bestimmt warte ich hier 2 Stunden, oder? Stellt euch einfach vor, wir haben diesen Burger gegessen. Wart kurz. Oh mein Gott. Anderson, wir lassen uns nicht unterkriegen, egal was ist. I am high in Amsterdam. Okay, also ganz kurz, wir sind gerade zum nächsten Laden gelaufen. Fabel Frie heißt der Laden, hier gibt's Pommes. Das ist vor dem Laden und die Schlange geht da weiter. Die haben hier richtig Arbeiter dafür, ne? Das ist wie im Club. Und so sieht der Laden von drin aus, meine Damen und Herren. Alles wird hier frittiert und da warten die Pommes. Dieser Ehrenmann hat uns erkannt und er hat uns vorgelassen. Bruder, bitte hol uns einfach 2 Pommes, okay? Ich will jetzt 2 Pommes. Wir wollten uns gerade hier anstellen. Nein, wollten wir nicht. Ey, so ein geiler Typ. Ja, Mann. Bei uns ist jetzt Pommes. Ich am High in Amsterdam. Spaß beiseite kurz. Wir drehen ja sehr viele Foodtouren und wir reisen ja durch die Welt. Aber so eine Schlange bei einem Laden habe ich wirklich noch nie gesehen, Bruder. In Amsterdam ist der Hype wirklich real. Nee, reicht. Ja. Dankeschön, Bro. Ich küsse dein Herz, Bruder. Alle einmal Ehrenmann in den Chat. Eins in den Chat. Okay. Hallo. Oh. Wir haben gerade ein Thumbnail gemacht, tut mir leid. Wie geht's? Ich bin Sender, Navi. Was? Sesim gitti, valla. Warum? Bilmiyorum. Bist du buraya gezmeye? Ha, YouTube'a mı geliyorsun? Ja, natürlich. Komm, Jungs, ihr braucht nicht zu warten. Ich lasse euch gerne vor. Rührt mal direkt. Müthiş. Afiyet olsun, Jungs. Sağ ol, canım. Das, meine Damen und Herren, sind wahrscheinlich die berühmtesten Pommes der ganzen Welt. Ich würde mich nochmal anstellen. Für diese Pommes, gerne. Holländische Pommes mit Parmesan und Trüffelmayo. Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen lassen. Nein, Osman, sag es nicht. Aber das... Tu es nicht. ...sind die besten Pommes, die ich hier gegessen habe. Nein. Mmh.
außen schön knusprig. Diese Parmesan, Trüffel, Knoblauch, Mayo-Soße, Bruder. Das ist der reinste Wahnsinn. Ich würde sagen, unser Tour geht weiter. Und der nächste Laden mit einer Schlange. Hier gibt es Kekse. Und zwar holländische Kekse. Habt ihr schon mal ein Keksriesenrad gesehen, meine Damen und Herren? Wenn nicht, hier habt ihr einen. Anderson, das Cookie Monster. Mmh. Ist das eine Banane? Cookie mit Milchschokolade. Er sieht zwar hart aus, aber er ist butterweich. Achte mal. Mmh. Diese Läden haben es auf jeden Fall drauf, Bruder. Das waren die besten Cookies, die ich jemals in meinem Leben gegessen habe. Ich will nicht so viel reden, damit der Geschmack noch in meinem Mund bleibt. Deswegen bis zum nächsten Mal. Ich fass es nicht, Bruder. Selbst in Amsterdam gibt es Özulfa. Wir sehen im nächsten Stopp eine marokkanische, mediterranische Küche. Wir haben gehört, die marokkanische Szene in Amsterdam ist sehr, sehr aktiv. Frag mich nicht, warum. Und deswegen wollten wir marokkanisches Essen nicht voraussehen lassen. Wir haben hier Couscous mit Hähnchen und Mushrooms. Das essen wir für alle Marokkaner und für Marokko. Anna behaupt mich erlassen. Hat jemand ein Fass wieder bestellt? Sehr lecker. Ich bin sehr begeistert. Unser Tutu geht weiter. Habt ihr schon mal sowas in Deutschland gesehen? Ihr könnt hier vom Automaten Burger holen. Die halten unsere Karte ran. Jetzt drückst du hier und das geht so auf. Hast du schon mal sowas gesehen, Anderson? Nein. Anderson ist den Tiefkühlburger. N-I-L-L. Ich check den Film. Die machen die hinten frisch und packen den immer da rein. Super Tiefkühlkroketten. Unser Tutu geht weiter. Anderson, es wird Zeit, Dicker. Nein, Ozan, bitte. Doch, wir müssen es tun. Eine Foodtour ohne einen Döner ist keine Foodtour. Du sagst es, mein Freund. Deswegen essen wir jetzt einen Döner, Anderson. Ich weiß nicht, ob das hier üblich ist, aber Döner kommt in diese Boxen rein und wird dann aufs Brot serviert. Oh Mann, ey. Was hier den Menschen angeboten wird, ist echt unglaublich. Was auf jeden Fall cool ist, du kannst hier bei so einem Schalter Döner bestellen. Döner-Sandwich. In einem Beef, eine Cola Zero. Das hier beim besten Willen, und ich bin nicht so, ihr wisst, kannst du keinen Menschen anbieten. Für dieses Ding wollen die 8 Euro haben. Und der Laden platzt. In Touri-Gebieten wird oft kein guter Döner angeboten, Bruder. Und das ist der Beweis dafür. Walla, Ozan, ich muss dir sagen, du hast geredet wie ein Döner, Bruder. Anderson, geht da nicht hin. Anderson, geht da nicht hin, Bruder. Doch, doch. Hier, zieh's an. Er muss sich von dir verabschieden. Er hat den geraden Weg gewählt. Unsere Foto geht weiter. Wir sind bei New York Pizza. Pizza like a New York Style. New York Style Pizza in Amsterdam. I'm feeling like I'm in Brooklyn, man. I wanna greet New York Turk. If you see this, my brother, it's a shout out for you. Yo, 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 what's good? It's your boy Tommy from Brooklyn, New York. Ozzy, hope you're doing well. I appreciate you. Peace. Die Menschen stehen in die Schlange, um reinzukommen. Wir gehen natürlich nicht rein. Die Foto geht weiter. Freunde, guckt euch mal an, wie krank dieser Laden aussieht. Diese Decke, diese Gemälde. Wow. Und das ist ein Pancake-Laden. Also eigentlich dachten wir, dass wir ein Pancake bekommen. Aber wir haben eine Zitrone bekommen. Wir haben ein Pan-Schnitzel bekommen. Das ist ein Pan-Schnitzel. Man sieht ja auch schön an den Zitronen. Puderzucker, ganz wichtig. So soft und so clean. Du sagst es, Anderson, Abi. Meine Damen und Herren, unsere letzte Station, Tostju Mahmud in Amsterdam. Ich habe sehr viele Videos davon gesehen. Ich habe es noch nie gegessen. Wir sind gespannt. Wir gehen rein. Anderson, kennst du Tostju Mahmud? Ich kenne Tostju Mahmud. Ich kenne Tostju Mahmud nicht, aber ich bin gespannt. Also, Tim, habe Ei, Sucuk, Schaf, Tomaten. Das wird der Inhalt vom Tost sein, meine Damen und Herren. Guckt euch das mal an. Dieses Teil wird dir gleich gebügelt. Ein bisschen Käse kommt hier auch drauf. Soße. Wow, wow, wow. Schmeckt geil. Guck mal hier, Bruder. Guck mal hier, Bruder. Mmh. Anderson, probier Tostju Mahmud. Ich hätte niemals gedacht, dass ich diesen Augenblick mal erleben werde. Oh mein Gott. Tostju Mahmud, Chokie. Digga, du ist das nicht wirklich, oder? Das ist Spaß beiseite. Digga, die Foto ist zu Ende. Bitte hör auf zu essen, Anderson. Meine Damen und Herren, willkommen zum Ende von diesem Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir hatten sehr viel Spaß, oder Ibo? Sehr viel Spaß hatten wir. Wo ist eigentlich Anderson? Wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr nächste Woche eine Foto durch Essen sehen wollt, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, würde uns sehr, sehr freuen. Abonniert Anderson, unten verlinkt. In diesem Sinne würde ich sagen, ciao und Kakao.